Darum musste ich durch den Besucherraum von Block B gehen. Das ist ein ziemlicher Umweg. Yep. Es dauert mindestens 5 Minuten, um zum Tatort zu gelangen. Für 5 Minuten? Das ändert einiges. Aber es war die Frau von dort auf der Anklagebank, die ihn erstochen hat. Ich weiß es. Ich habe die Fotos als Beweis. Ich sehe nur eins. Ich schwöre es. Ich schwöre es auf meinen besten Plastikgöffel. Guter Punkt. Und der Göffel ist eine wundervolle Sache. Halb Gabel, halb Löffel. Möchten Sie noch einen Kaviar in Spox? Auf jeden Fall. Oh oh. Ja, right. Sie müssen etwas unternehmen. Habe ich Beweise, mit denen ich dem ein Ende setzen kann? Wir erheben Einspruch. Einspruch! 5 Minuten zwischen dem Mord und der Verhaftung. Denken Sie darüber nach. In dieser Zeitspanne könnte man Pasta kochen, wenn man sie al dente mag. Ich habe Lunchboxen. Die machen aus Pasta Kleinholz die Anfänger. Eine Lücke von 5 Minuten. Ist das nicht seltsam? Seltsam? Wenn Sie ein Verbrecher wären, was würden Sie dann in 5 Minuten tun, euer Ehren? Nun, ich schätze, ich würde vom Tatort fliehen. Hey, gekommen Sie auf keine dumme Idee. Ich habe niemanden umgebracht. Aber Sie haben die Instinkte eines Mörders. Sie würden fliehen. Aber diesmal war es anders. Frau Skype blieb am Tatort. Sie ließ sich sogar fotografieren. Kein wirklicher Verbrecher würde sich so verhalten. Das ist unvorstellbar. Jörg. Nun gut, wir sind dann wohl am Ende dieser Aussage angelangt. Sie hegt einen Groll gegen die Angeklagte und ihre Aussage an eine 5-Minuten-Lücke. Herr Edgeworth, ist der nächste Zeuge bereit? Unglücklicherweise habe ich diese Zeugin wegen ihres professionellen Hintergrundes überschätzt. Wir haben es geschafft. Wir haben dieses Glas zugeschraubt, Herr Wright. Das war zu knapp. Ich befürchte, die Ausspruchkönigin wurde vom Thron gestoßen. Und damit ist die Verhandlung geschlossen. Moment mal. Herr Edgeworth, Sie haben die Clara Maris bestellt, richtig? Das sind die, die sie mir andrehen wollte. Ich ziehe es vor, nicht die Reste der Verteidigung zu verschweißen. Sonst noch was? Ich könnte sie retten. Ich habe entscheidende Beweise. Wie bitte? Ist das schon wieder eine Trick-Lunchbox? Entschuldigen Sie, aber wir haben keine weiteren Fragen, Frau Star. Ah. Ist dies Ihre Jumbo-Lunchbox? Wow, ein Dreifach-Hamburger. Aus Hochachtung für die Entschlossenheit der Zeugin gibt es eine weitere Aussage. Erzählen Sie uns von diesen entscheidenden Beweisen. Wie das Landmotto schon sagt, Sie werden nicht enttäuscht sein. Was zieht sie diesmal aus der Lunchbox? Oh mein Gott, ich weiß nicht, die Gespräche sind hier einfach im letzten Fall Freaks, die Leute sind Freaks, alles ist mir einfach zu abgedreht. Ich hätte die 5 Minuten erwähnen sollen, in denen ich den Tatort nicht sah. Und jetzt, zu der Sache mit dem Schuh des Opfers. Hatte ich den nicht erwähnt? Auf diesem Schuh fand man 2 verschiedene Blutspuren. Eine stammt natürlich vom Opfer und die andere stammt von der Angeklagten, Frau Lana Sky. Dieser Schuh beweist es. Er ist ein fehlerloser, eindeutiger Beweis. Was? Man fand Blut auf diesem Schuh? Lunchland, wie auch immer, liefert ihnen ihr Mittagessen und entscheidende Beweise. Frei Haus. Zeugin, was soll das bedeuten? Warum höre ich von diesem Beweis jetzt zum ersten Mal? Ganz einfach. Wie ich bereits sagte, ich vertraue Ihnen bei Beweisen nicht, Herr Edgeworth. Darum habe ich mir die Freiheit genommen, Selbstuntersuchungen anzustellen. Und Sie haben Bluttests durchführen lassen? Hatte ich das nicht erwähnt? Ich habe 3 Freunde in der Forensik. Wie dem auch sei, euer Ehren.
Wie kann dieses Beweis... Ich kann diesen Beweis nicht anerkennen. Was? Sie kennen die beiden Regeln des Beweisrechts. Regel 1. Kein Beweis soll ohne Genehmigung der Polizei vorgelegt werden. Mit anderen Worten, dieser Schuh ist im Moment ein illegales Beweismittel. Stimmt das, Herr Wright? So scheint es. Edgeworth freut sich auf jeden Fall. Nicht so schnell, Herr Edgeworth. Vergessen Sie nicht. Ich war eine Inspektorin. Wie bereits erwähnt. Dieser Schuh ist bereits von einem Mitglied der Forensik untersucht worden. Wie Sie sehen, wurde er vom Polizeirevier genehmigt. Und zwar heute. Auch die Allgemeinheit kann offizielle Beweismittel hervorbringen, Herr Edgeworth. Ist das so, Herr Wright? Es scheint so. Edgeworth sieht ziemlich niedergeschlagen aus. Also das finde ich jetzt wieder gut. Der perfekte Gegenteil. Aber irgendwie ist krass, dass er hier immer, wenn er niedergeschlagen ist, sich schminkt. So schwarze Augen und so. Ich meine, ich finde, es sieht nicht unbedingt übel aus, aber schon interessant. Sie könnten wenigstens das Beweisrecht mal lesen. Also wirklich. Da die Beschwerde des Staatsanwaltes keinen Bestand hat, entspricht dieser Beweis wohl der ersten Regel des Beweisrechts. Nun, es scheint, als hätten Sie einen weiteren Treffer gelandet, Zeugin. Alles, um die gerechte Bestrafung der Schuldigen zu gewährleisten. Nun gut, Sie können jetzt ins Kreuzverhör einsteigen. Entscheidende Beweise, alles Fakten, kennen wir doch irgendwoher. Ja, hättest du machen sollen. Ja, die hast du nicht erwähnt, das weiß ich schon lange. Job, der Angeklagten. Jep, da habe ich nämlich ein Problem. Ich kann diesen Beweis nicht kampflos passieren lassen. Sie haben die gepfefferten Fischinnereien bestellt, oder? Was zur Hölle nimmt ihr in Lunchboxen mit? Manche mögen Size, Herr Wright. So wie unsere Mandantin. Ich stehe das Wasser so hoch, dass es für eine Suppe reicht. Herr Wright, haben Sie ein Problem mit diesem Schuh oder nicht? Ein Problem? Dies ist kritisch. Was stimmt am Schuh des Opfers nicht? Es gibt ein Problem. Wenn mich nicht alles trügt, gibt es hier ein wichtiges Problem bei dem Beweis. Einen klaren Widerspruch. Dieses Funkeln in Ihren Augen. Sie sind noch jung, Anfänger. Ich würde Ihnen ja jetzt gepfefferte Fisch in den Rhein geben. Aber Sie würden der Hitze nicht standhalten, oder? Hören wir uns an, was Herr Wright zu sagen hat. Was ist der Widerspruch beim Schuh des Opfers? Zeigen Sie uns das Problem bei diesem Beweis. Okay. Jetzt kommen wir zu einem etwas kritischeren. So, wenn ich richtig liege, was hier präsentieren. Aber ich finde irgendwie cool gemacht, wie die hier so 3D und so, ne? Das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Ja, okay. Präsentieren. Frisst das. Ich frage mich, ob Ihnen aufgefallen ist, dass sich Blut unter der Sohle dieses Schuhs befindet. Legen Sie sich nicht mit mir an, Anfänger. Oder es wird Ihr Blut unter meiner Sohle sein. Da ist wirklich etwas Blut unter der Sohle des Schuhs. Das ergibt Sinn. Das Opfer wurde mit einem Messer erstochen. Was bitte stellt an Blut unter der Sohle einen Widerspruch dar? Oh mein Gott, Edgeworth, kannst du das nicht selbst sehen? Nein, hier ist das Foto nicht. Nein, nicht der Schuh. Tatfoto. Das Problem liegt im Fußabdruck begründet. Dem Fußabdruck? Ja. Und jetzt mache ich wieder einen Schnitt. Haha.